Oder ich so, hallo, herzlich am Switch LC Port 4. Ich glaube, ich wollte die Power-Rüstung reparieren, aber täusche ich mich, mal schauen. Nee, meine Power-Rüstung hatte ich wohl schon repariert. Aber jetzt bringe ich da erstmal rüber. Zur Rocket-Stätte. Und ein paar und noch nicht, jetzt nicht mit, nehme ich schon mit, aber halt noch nicht jetzt. Und die Quest, die ich meinte, also wo ich Power-Stone mitnehmen sollte, kam übrigens immer auch nicht. Deswegen jetzt einfach mal die Power-Stone da ist, bis die Quest fertig kommt, die ich will. Also, ich habe die erhoben, bevor ich die Quest starte. So. Mich mal. Halt ihr Power-Stone zugelagert? Also. Und sie liegt nicht. Da kann ja letztendlich auch wieder eingelagert werden, die Treppe. So. Dann habe ich zu den CLT-Ruinen. Okay, werden wir also. Dann schauen wir mal, als wir zu Vater beziehungsweise zu Sean kommen. Okay, ich habe ein Bier, mal zu vergessen. Na, egal, ruhig später. Ja, wir sind ja zu starten, oder? Yep, habe ich jetzt aber gestartet, wird es etwas länger. So gut halten, dumm wie Brot. Schreibe mal Schwerkur wieder leer.
Ich finde es sowieso nicht, wie man hat sowieso nicht feindlich gesandt, Verderber zu töten. Solche Serien, die sowieso nicht feindlich gesonnen sind. Die niemand hätte der Arbeit so getan hab. Na ach, dann doch ein Joker. Ja, danke, du mich auch. Obwohl, ja, ich hätte mich nicht wütend gemacht. Dann schon habe ich eher wütend gemacht. Neue Brot trifft zu eher. Also, funktioniert. Neue Rüstung wächst, wieso ich nur so wie ich mich kenne. Okay. Weil ich nur noch einen Weg nach oben finden. Ja, wird schon eine Treppe oder so sein. Was ist wohl hier? Was finde ich wohl, wenn ich hier entlang gehe? Hat sich nicht, weil auch hier hat sich nicht gelohnt. Ah, schon Mist. Heilschuhe schon, schon Mist. Ich ziehe den Tabs noch, aber da ist es dann nicht mehr.
Shit. Geht doch. Mich nur immer noch keine Ahnung, wie ich da weiter oben komme. Und da ich jetzt offensichtlich hier kein Glück mehr habe, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also ich nehme jetzt einen Weg hoch, oder? Sieh meine an. Okay, dann spreche ich mal mit ihm. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem Sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Ich war sarkastisch. Ein paar Lufterfrischer, ein neuer Anstrich und alles ist wie neu. Wenn es nur so einfach wäre. Hier wurde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Sie haben mich eingefroren. Ihr habt mich eingefroren. 60 Jahre lang. Das haben Sie. Und zwar aus gutem Grund. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Sarkastisch wieder. Deine bedingungslose Liebe ist überwältigend. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe, dass du gekränkt bist. Aber du musst auch verstehen, dass es für mich keine Liebe gab. Bis jetzt waren wir beide Fremde. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden?
Jetzt weiß ich es. War es das wert? Tja, hier bin ich. War es das wert? Ich glaube schon. Nach deinem Erfolg im Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Umfunktioniert? Was meinst du damit, dass die Synths umfunktioniert werden? Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Dann werden wir das Stadion ausdruck ins Institut. Denn ich werde jetzt in mein Quartier und mich auch passend anziehen. Denn ist ja hier Institutgebiet von. Hallo, Sündanhalt. Sie hatten gestern Abend Wartungsdienst im SEW. Und das ist nichts zu melden. Wenn meine Nachrichten wieder mit ich glaube, ich musste hier hin. Oder täusche ich mich, also zu meinem Quartier. Oder täusche ich mich? Alle Wartungsanfragen sollten an die Abteilung Anlagen gerichtet werden. Ich täusche mich. Also, mich mal, dann wird das hier oben schon. Dann wird das oben einmal. Muss ich jetzt hier, da muss ich in die andere Richtung. Ich weiß schon gar nicht mehr. Heiß ein Quartier. So. Ja, wir haben ihm alle Fähigkeiten eines echten Kindes gegeben, nur keine Zukunft. Er altert nicht, wird nie erwachsen und gründet nie eine Familie. Du bist also beunruhigt darüber, was mit ihm geschieht. Er wird immer ein Kind bleiben. Na. Ich finde jetzt recht. Toll, ich muss wieder Zeug verkaufen. Na egal, das kann ich noch machen. Aber erst einmal, jetzt war ich hier mitzusprechen, also. Alle sind da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat der denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht
Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Entschuldigung, aber findest du, dass das jetzt der, richtige Zeitpunkt ist? Bei, ich meine, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Was ist Phase 3? Sie ist für uns sehr wichtig. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie, die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. Sarkastisch. Genau. Hier unten ist es hart. Ich würde nie bestreiten, dass das Leben im Institut besser ist als das an der Oberfläche. Dafür haben wir einiges getan. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Katastrophe. Atomenergie? Da ist die Katastrophe schon vorprogrammiert. Nicht in unseren Händen. Glaub mir, das ist die Antwort. Das ist die Zukunft. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit. Aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3. Und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir noch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Du stirbst? Leider. Eine sehr aggressive Krebsart. Glaub mir, dass wir alles getan haben, was wir können. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns. Nicht mal ein Wissenschaftler. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Unsere Technologie muss nach deinen Standards sehr fortschrittlich wirken. Das war
wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Naja, ich sag mal, ich kann das. Ich kann das schaffen. Natürlich kannst du das. Daher auch meine Entscheidung. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Das ist auch nicht so, wie die Power, nicht so, wie ich die Power ausdrücken wollte. Ich weiß, was jetzt die Fillmore. Ich brauche Details. Ich brauche mehr Infos. Ich weiß ja überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Natürlich. Darum reden wir ja. Sonst wärst du doch schon längst wieder oben. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinander gebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen. Du gehst zum Gebäude von Mass Fusion und besorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. Sarkastisch. Mann, ich hab einen davon. Aber in meiner anderen Hose. Du würdest das Ding nicht mal erkennen, wenn es dir auf den Kopf fällt. Darum da hat sie wohl recht. Muss das sein? Ist das wirklich nötig? Ich bin sicher, ich kann das auch allein. Ja, das ist es. Dieses Gerät ist nicht nur empfindlich, sondern auch alt. Ich kümmere mich darum. Du sorgst nur dafür, dass ich wieder heil zurückkomme. Ein paar Sachen komplizierter. Kommst mit? Das verkompliziert alles. Eigentlich nicht. Ich gebe zu, ich gehe nicht gern nach oben, aber ich werde dir nicht im Weg stehen. Dieses Gerät, das wir suchen, es ist sehr empfindlich und ziemlich alt. Nicht, dass ich dir nicht vertraue, aber mir vertraue ich mehr. Soll das jetzt ein Aufstand werden oder können wir los? Freue mich, wenn du dabei bist. Gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, halt zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich ausüben, aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Sehr gerne, wir hingehen. Es geht immer auch rechtzeitig. Ich persönlich möchte vorher noch beim Teil dieses Instituts Overall ablegen, bei Porter Ziegen einige Sachen kaufen, einige Sachen verkaufen und hoffe, dass ich jetzt endlich einige Sachen noch kaufen kann. Ah ja, das klauen wollte ich da auch noch, weil ich die Sachen halt nicht bekommen kann. Diese einige Sachen kann ich bei ihm nicht kaufen, muss ich dann halt klauen. Und deswegen wollte ich die Sache halt gerne vorher noch holen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Und ich wollte sowieso die Oberfläche, um hier Dinge zu holen, meine Power-Rüstung. Von daher fährt sowieso gut und ich habe wieder den falschen Weg genommen. Ach, verdammte Quartier. Hier muss ich hier runter, oder? Wir gehen die Tasche weiter runter, oder täusche ich mich?
Ich täusche mich. Okay, ich weiß, dort wo ich hin musste, war oben das Quartier von Shorn. Und das ist ganz offensichtlich nicht hier. Da täusche ich mich. Muss ich hier unten sein, oder täusche ich mich? Ich täusche mich wohl. Okay. Mensch, mal. Ich muss da jetzt weiter, glaube ich. Muss ich wohl hier runter? Neue Etage weiter? Halt die Klappe! Sag mal, geht's noch? Ach, scheiß drauf. So, egal. Ich hatte den Sanctuary und könnt nicht in den Tod rufen, halt mit, was soll's.
Hast du etwa auf einen Kuss? Hallo. Bereit, wieder aufzubrechen? Bereit. Gut, dann mal los. Tja. Ima ist also tot. Nach all dem Gerede. Aber also wir können jetzt, also wir können natürlich auch Hans einfach mit der Schnellbursche Pässe hinreisen. Aber dann müsste ich, wenn es ihm gefallen ist, ich möchte jetzt den Tutor spielen. Schnellbursche Waffe dann ein andermal. Ich weiß eigentlich, es wird so ein verkaufen. Weil er hat ja was fertige Sachen und es sind ja auch ein paar Sachen, die ich bei ihm nur bekommen kann, wenn ich die klaue. Und das wollte ich halt mal machen. Victoria. Port 1. Na, weiß ich, was das Problem sein soll. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeitung für die höheren Ränge zurück. Sag mir, wenn du sie dir mal ansehen möchtest. Lass mal sehen. Gerade sind ein paar erstklassige Waffen reingekommen. So. Ich hab mehr von dem, also mehr, nee, ich hab die Zeit nicht, oder? Mal schauen. Hey, ich habe es mit offensichtlich nicht. Also hör, wie ich die Türme mache, aber kann das Schloss, also mal schauen, so. Werden die sehen, von wem denn? Jetzt will er so speichern. Mal schauen, ob die uns dann, mal schauen, die uns dann angreifen, ob es denen egal ist.
kann ich dir behilflich sein? Wo ist mein Safe Boy? Upsi. Okay, da will ich zu gierig werden. Okay, dann stelle ich halt nur DX21 bei Miniaturm, da sind ja wohl die beiden Diffusionskern. Da sind ja die wichtigsten Sachen hier. Ihr wisst, was ich alles gestohlen habe. Ich will jetzt nicht mit dem X21-Helm machen, weiß ich schon. Ich mich paar Dance. Teil der X21-Pause, brauche ich noch einen Helm dazu. Und zwar Sanctuary. So, okay. Hier fehlt ja welche Mods. Yep. So.
kann ich halt vergessen, die ganzen Blutprobe abzugeben. Ah, geil. Erstmal schauen, kann ich jetzt vier Pausenstationen bauen? Nein, kann ich nicht. Ich hey, Carla. Sie verarbeitet noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. So, mal schauen. Nur 11 Aluminium brauche ich nur. Und sie hat keins. Hauptchef, vielleicht welches? Hey Sheffield, was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Endlich kann ich wieder klar denken. Was kannst du heute anbieten? Zum Schluss, wenn das halt Aluminium enthält. Mir etwas. Okay, das reicht ja safe noch nicht. Weißt du was? Zeig unserem Gespräch für richtig toll. Schau uns an hier im Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Hey, jetzt wo du wieder im Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Sie haben mir nicht viel gesagt. Vortec, es sollten nur alle ihre Formulare ausfüllen. Ich sollte ein Session mit René? Was gibt's heute Gutes? Also, es wird eigentlich vorbei sein. Wie gesagt, ich werde die Pause zu anziehen. Hat sie Zeit verkaufen. Also ich werde die Mupo abgeben. Aber vorher haben wir jetzt ein paar Dance. Bis da bis jetzt ein bisschen mehr Welt aus, vielleicht top mit hier ankommen. Da haben wir schon Kate. Na, also ich soll jetzt schon sogar alle. Sie sind so ein paar Dance. Entschuldigung, Paladin Dance. Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Ich will nur ein bisschen handeln. Nun gut, für den dich. So. Okay, ist noch kurz. Manche Tage sind hart. Ah ne, ich vergesse, aber ich habe jetzt den Schraub zu legen. So, und jetzt auf geht's zur Putzwin. Da steht die Powerstoff. Voll Powerstoff an. Stimmt ja. Obwohl ich sie weiß, ich glaube, ich gebe Kate vielleicht auch eine, aber nicht die hier. Ich will dich. Ich glaube, hier ganz einfach mal. Die hier ganz einfach. Aber wisst ihr was? Nee, die braucht keine. Die ist ja sowieso unsterblich. Nein, du sagst. Lass die Power so steigen. So,
Spinella die geilen Blutproben und hoffe, dass sie mehr als RFID eingestellt hat. Und danach beende ich das Video auch am besten. Also ich werde sie natürlich auch fragen, ob sie euch hergestellt hat, wenn sie mich eher welche gibt. So, okay. Auf geht's. Tänzer. Okay. Hoch. So. Sämtliches Personal, dessen jährliche medizinische Untersuchung noch aussteht, sollte unverzüglich bei Ritter Captain Kate einen Termin vereinbaren. Das wäre alles. So, mal schauen. Hast du Blutproben für mich, Paladin? Ja. Du schlägst dich gut als Einsatzgelehrter. Vielleicht hast du ja den falschen Beruf. Hier, ein paar Kronkorken für deine Mühe. Denk dran, wenn du mir Proben bringst, kann ich die Verbindung herstellen. Gelehrte Naraya. Hast du Blutproben für mich, Paladin? Hast du noch mehr von Verbindung X111 hergestellt? Noch nicht. Ich brauche mehr Blutproben, damit ich eine neue... Ernsthaft? Denk dran, wenn du mir Proben bringst, kann ich die Verbindung herstellen. Eigentlich schon mehr als genug gebracht hätte. Also jetzt im nächsten Video machen wir die Loot weiter. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wenn ihr gefallen habt, dann nach oben und ein Abo da. Oder kommentiert, das würde mich alles sehr unterstützen. Also bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.